Freunde, willkommen zur Laberrunde und Real Talk. In diesem Video möchte ich euch einfach mal noch sagen, wo ich meine Sachen kaufe für Silvester. Sprich, wo kaufe ich meine Feuerzeuge? Wo kaufe ich Zubehör für Zündanlagen? Weil die Frage sehr häufig auf Instagram gestellt wurde wegen dem Wish-Vorstellungsvideo. In diesem Video gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, also bleibt bis zum Schluss dran. Was ihr machen müsst, erkläre ich euch dann. Wo es günstige Utensilien gibt, wie Gafferband, was jeder braucht, oder normales Klebeband, Heißklebepistolen, alles günstig, und wo man es herbekommt, wo ich kaufe natürlich. Infos zu Vorschießen und etc. pp. Zum Ladenverkauf von einigen Herstellern hier in der Nähe oder Shopbesitzer. Und dann würde ich mal sagen, starten wir gleich mal los. Und zwar als erstes das Zündidee-Vorschießen ist dieses Jahr in Sandersdorf. Das ist jetzt am kommenden Samstag, am 23.11. Einlass ist 14 Uhr auf der Abi Paintball-Anlage. Ich bin da. Wenn jemand da ist und mich sieht, könnt ihr euch mal Hallo sagen. Weitere Vorschießen sind mir jetzt nicht bekannt im Umkreis von hier. Ladenverkauf von Zündidee wird wieder in Röttgen sein dieses Jahr, ab 28. dieses Jahr wieder. Ist ein Samstag, sprich Sonntag ist zu, und dann geht es weiter mit Montag und Dienstag mit Verkauf. Der Link zum Zündidee Online-Shop ist übrigens auch unten in der Infobox. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema noch Zündanlage, da viele gefragt haben wegen Zünder etc. pp., wo ich sie denn kaufe. Ich kaufe immer alles bei Stefan Stotz, also sstotz.de. Da findet ihr alles von Zünder bis Zündanlagen. Wir haben auch, also sie haben auch Rohre, Gestelle, alles so für den Großfeuerwerker natürlich auch. Wer sich ein paar Mörserrohre hinstellen möchte für zu Hause als Deko, als Blumenvase, könnt ihr das auch gerne machen. Sie haben sehr viele Gestelle im Angebot. Hier sind auch Zündanlagen zum Beispiel. Zu jeder Bestellung bei Stefan Stotz gibt es diesen Katalog. Das ist halt der Katalog, was gerade alles so besorgt werden kann, was gerade im Shop ist, etc. pp. Dort kaufe ich immer, kleinen Augenblick, hab da mal was vorbereitet. So, da kaufe ich immer. Und jetzt kommt die Frage. Einige haben gefragt, welche Zünder ich benutze. Ich benutze die Heron-Zünder, vorzugsweise die 0,3 Meter Variante. 100 Stück in der Packung kosten meines Wissens 34 Euro. Ich muss jetzt lügen, oder um die 40? Ich muss lügen. Ich glaube 34. So sehen sie halt aus, stinknormale Zünder. Wie gesagt, kaufe ich bei Stefan Stotz. Ihr müsst 18 Jahre alt sein, natürlich, um Zünder zu erwerben. Ich hoffe, das ist jedem klar. Was war jetzt noch? Viele fragen auch noch nach Zubehör, um leichter Kabel zu verbinden. Ich benutze immer diese Kabelklemmen. Sind sehr gut. 50 Stück, 6 oder 7 Euro. Ihr packt einfach die zwei Drähte ineinander, klappt das, klickt das zu mit einer Zange, und die Kabel sind verbunden. Sind natürlich auch noch wasserdicht, weil hier ist ein bisschen Öl bzw. Gel drin, was die Kabel vor Korrosion schützt, vor frühzeitiger Korrosion, sage ich jetzt mal. Es gibt Pyrokabel zu kaufen, um Zünder zu verlängern. Wie gesagt, ich habe ja diese 0,3, also 30 cm Kabelzünder. Habe ich verlängert mit Pyrodraht, wie sie jeder kennt, auf eine Spule 500 Meter. Mache ich ab nächstes Jahr nicht mehr. Ich kann euch ans Herz legen, das hat mir übrigens der Pyrorob und der Pyroplosion gesagt. Pyroplosion verlinke ich mal unten in der Infobox, genauso wie den Kanal von Pyrorob. Kauft euch einfach Lautsprecherkabel. Hier jetzt die Variante 100 Meter, zweiadrig auf 0,75 mm. Dieser Artikel ist mehrfach zu verwenden. Was heißt Artikel? Es sind ja Lautsprecherkabel. Die normalen Pyro-Drähte kann man nochmal verwenden, macht aber keiner. Und somit könnte man hier Geld und Müll sparen auf jeden Fall. Verbinden tut ihr das einfach mit Vago Service Klemmen. Die sehen so aus. Da seht ihr schon, an jede Seite
kommt dann ein Kabel rein und verbindet einfach eure Zünder mit der Klemme und alles ist gut. Beziehungsweise mit der Verlängerung von dem Kabel. Tja, wie gesagt, eine bessere Alternative wüsste ich jetzt nicht und das ist eine gute Alternative. Ihr bezahlt pro 500 Meter Rolle, glaube ich, auch um die 44 Euro. Sehr teuer. Hier kosten 100 Meter von dem Lautsprecherkabel, ich kann es euch nochmal so zeigen, 100 Meter kosten 13 bis 15 Euro. Wie gesagt, zweiadrig 0,75. Ja, 100 Meter kosten, wie gesagt, 13, 14 Euro, wenn überhaupt. Das teuerste eigentlich an der Sache sind die Vago-Klemmen. Vago-Klemmen bekommt man für 21 Euro momentan, für 50 Stück. Relativ teuer. So, wir machen weiter. Stotz sind wir jetzt erstmal fertig. Also wer noch Zubehör braucht, etc., guckt mal bei Stefan Stotz vorbei. Den Shop verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Dann Zubehör, Gaffertape etc. pp. Hier haben wir zum Beispiel stinknormales Verpackungsband. Wir haben hier 66 Meter, kostet 70 Cent. So, das haben wir hier auch nochmal. Wie gesagt, ich decke mich da immer mit ein. Dann haben wir normales Gafferband, schwarz und silber. Hier sind jeweils 25 Meter drauf, 50 Meter. 50 mm, 25 Meter, kostet nur 1,19 Euro bei Action in Zerbst bei mir. Da fahre ich eine Weile, aber ich kaufe immer bei Action meine Rollen. Ich kaufe immer mehr Rollen, weil wie gesagt, man braucht halt Rollen. Hier sind ganz viele. Für den Preis könnt ihr nicht verkehrt machen. Wie gesagt, es sind zwar bloß 25 Meter, es gibt Rollen mit 50 Meter. Aber der Preis, wie gesagt, 1,19 Euro oder 1,29 Euro. Nimmt's mit, billiger wird's nicht. So, bei Action, generell der Laden heißt Action, könnt ihr ja gerne mal googeln, ob ihr in der Nähe ein Action habt. Hole ich auch immer Kabelbinder. Hier jetzt die kleinste Variante, 200 Stück. 200 Stück kosten 60 Cent, 70 Cent, so rum. 200 Stück, 70 Cent, geht mal am Baum euch, ganz ehrlich. Ich bezahle keine 5 Euro mehr für kleine Kabelbinder. Wenn es auch 70 Cent tun, ne? Deswegen Action als Geheimtipp. Ihr findet auch Scheren dort. Habe ich jetzt erst vor kurzem gekauft, deswegen liegt die hier. Scheren zum Beispiel 39 Cent. Ob sie lange hält, ist eine andere Sache. Aber 39 Cent die Schere. Auch Isolierband, ganz günstig. 89 Cent, verschiedene Rollen. Jetzt kommt was, wo einige sagen, okay, Heißklebepistole. Wenn wir Batterien festmachen, Schrauben oder Heißklebepistole, dann nehme ich Heißklebepistole. Die kostet jetzt 2,60 Euro. Hat 40 Watt. Oder? Ja, 40 Watt. Ist schon gut für eine Heißklebepistole, vor allen Dingen für den Preis. Wenn sie kaputt geht, tut es mir nicht weh. Ich kaufe mir jetzt aber keine Industrie-Heißklebepistole für 80 Euro, die dann auch nach einem halben Jahr tot ist. Des Weiteren auch Klebesticks günstig zu bekommen, auch bei Action 1,20 Euro, 10 Stück. Gibt es auch in anderen Ausführungen, mal so als Info. So, das war's jetzt von Action. Es geht aber noch weiter und zwar beim Norma. Wer Norma kennt, feuerwerkstechnisch natürlich zu Silvester einkaufen. Norma hat oft Schrauben im Angebot. Jetzt hier die Spackschrauben. Für 4 Euro bekommt ihr 220 Stück für 4 Euro. Wie gesagt, geht im Baumarkt, bezahlt ihr 10 Euro. Deswegen bei sowas gucke ich gerne bei Norma. Norma hat immer was im Angebot, wenn es um Schrauben geht, wenn es um Werkzeug geht etc. pp. So, ja, supidupi, wa? Zum Thema Zündanlage, ich habe jetzt gerade noch die Wischzündanlage hier. Zum Thema Zündanlage, ich habe bei dem Pyroweb-Gewinnspiel eine Zündanlage gewonnen von Nico, die Firefly. Die stelle ich euch dann auch nochmal vor. Die Anlage ist ein bisschen komplizierter, da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Die Anlage funktioniert über App-Steuerung, über Bluetooth oder WLAN. Die neue Variante funktioniert jetzt mit WLAN, deswegen erwähne ich das. Funktioniert mit Glühdrähten, sprich so ähnlich wie Talon-Zünder, die ich selber nicht benutze. Deswegen gucke ich mal, wie die Anlage mir gefällt. Ich werde einen kurzen Test dann wieder machen für euch, aber ich denke mal, dieses Jahr wird das nichts mehr. Zeitlich gesehen habe ich immer ein bisschen wenig Zeit. Und zum Thema Verkauf.
In Grevenhainchen wird es wohl zu Silvester auch einen Verkauf geben. Ein guten Händler, soweit ich gehört habe, soll, wer sich in Grevenhainchen auskennt, am Getränkemarkt Edeka bei dem ehemaligen Elektrofritzen soll ein Feuerwerksshop reinkommen. Sobald ich nähere Infos habe, wer es ist, was es für Angebote gibt etc. pp. Ich mache mich schlau und informiere euch dann nochmal kurz vorher. Ich denke mal so zu den Weihnachtsfeiertagen, denke ich mal, werde ich alle Infos haben. Werd schauen, ob wir vielleicht eine Drehgenehmigung bekommen oder nicht, denn ich kann leider dieses Jahr nicht nach Zündidee. Wie gesagt, Arbeit geht vor, tut mir leid. Ich muss dieses Jahr arbeiten, ich kann keine großartige Einkaufstour machen. Ich werde mich auf in der Nähe von Grevenhainchen beschränken. Und ich denke mal, wir haben auch viel. Wir haben hier Aldi, wir haben hier Lidl, wir haben hier Penny, wir haben Rewe, wir haben Woolworth, wir haben Baumärkte, wir haben Groschenmarkt in der Nähe, wir haben, wie gesagt, jetzt diesen Online, also diesen Verkaufsshop von wen auch immer, Edeka etc. Ich denke mal, das wird reichen. Tut mir auch ein bisschen leid, deswegen habe ich auch dieses Jahr bei Zündidee nichts bestellt. Letztes Jahr habe ich immer noch einen kleinen Verbund oder einen großen Verbund fürs 0 Uhr Feuerwerk. Das habe ich dieses Jahr nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, keine Zeit habe, dahin zu fahren. Und ja, jetzt kommen wir aber zum Ende vom Video. Ich denke mal, wir haben schon so genug gelabert. Ich hoffe, das ist überhaupt interessant für euch. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das interessant findet, wo ich jetzt zum Beispiel meine Scheiße kaufe, auf Deutsch gesagt. Ja, das ist kein Kinderkanal, YouTube. Schönen guten Tag. Ja, wie gesagt, Kartons leer. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Und zwar gewinnen könnt ihr das nicht hier. Ich stelle euch das hier vor, das ist exklusiv. Ihr braucht dafür einen Instagram-Account. Und zwar geht es diesmal wieder um Dummies. Ich hatte dieses Jahr, glaube ich, schon mal eine... Oder letztes Jahr? Letztes Jahr war es. Ich hatte letztes Jahr ein Dummy-Gewinnspiel. Und der Gewinner und die Gewinner haben sich nicht gemeldet. Deswegen mache ich jetzt so. YouTube ist ein bisschen kompliziert mit Nachrichten, Schreiben etc. pp. Ihr schreibt mir einfach auf Instagram, auf meinen Kanal Jellaco Roland, schreibt ihr mich an mit: Hey, ich habe dein Gewinnspiel gesehen, ich würde gern diese Dummies gewinnen. Ganz einfach. Um folgende Dummies geht es. Es sind, wie gesagt, unscharfe Muster. Natürlich von Pyro Art. Die Lager. Hier oben steht nochmal unscharfe Muster. Es ist wirklich wie die Originalbatterie, nur halt als Muster. Dann haben wir hier noch die D-Link, oder wie sie heißt, ne? Wie gesagt, Muster. Die Batterien sind auch alle in diesem Karton drin. Da, ihr seht das, es ist wirklich eine echte Batterie sozusagen, nur halt nicht befüllt. Bisschen staubig, lag im Keller. Ja, weiter geht's mit einer Hönie. Wie gesagt, das sind die gleichen Batterien, die ich damals bestellt hatte. Und ihr könnt halt diese Dummies gewinnen. Wie gesagt, schreibt einfach auf Instagram: Hey, ich habe es gesehen in diesem Video, ich würde gern mein Glück versuchen und die Dummies gewinnen. Ein schöner Buri-Feuertopf, wie gesagt, alle Artikel befinden sich auch im Karton. Kann ich beim Buri ganz schön zeigen. Ich fand den Buri generell immer toll. Ihr habt wirklich ein Bombenrohr drin, so wie es auch war, mit Anzündung komplett zu und auch den Holzfuß. Ganz originalgetreue Artikel. Und zu guter Letzt die Swava als Tosh Pyro 7 Variante. Ja, das sind die Dummies, die ihr gewinnen könnt. Wie gesagt, ganz einfach, wer sie sich in der Vitrine stellen möchte etc. pp. Schreibt unbedingt auf Instagram, hier wird das nicht verlost. Des Weiteren würde ich mich bedanken für die Leute, die zugeschaut haben. Das Video wird jetzt nicht als Gewinnspiel auftauchen, sondern als Infovideo, damit nicht so viele Leute die Chance haben. Denn ich möchte euch was wiedergeben, die Leute, die meinen Kanal sehen und nicht unbedingt die Leute, die jetzt nur wegen Gewinnspieler hier sind. Ne, die Leute kennen wir zu Genüge. Und Bots mag ich auch nicht. Also, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ruhig mal einen Kommentar da und checkt die Links in der Beschreibung aus. Also Leute, macht's gut. Diamond from gold.